Ich fahre morgen nach Steglitz in meine alte Heimat. Ja, Mike. Da freue ich mich riesig drauf. Ja, das ist ein ganz alter Freund aus der Kindheit. Ja. Lange nicht von dem gehört. Der hat mich überraschenderweise angerufen. Ja. Ich habe erstmal zu ihm gesagt, ich habe da kein Fahrgeld. Ja? Ich habe mich irrt. Ich habe noch welche zuvor. Das ist so geil. Ja, das war ja typisch Diebstahl. Ja? Ich hatte noch was versteckt gehabt. Ja? An Geld. Vor mir selber. Das habe ich schon vergessen. Ja, aber durch Zufall, weil ich ja vorhin auch in Akten gekickt, also jetzt hier in meinen, warte mal, hier. Nicht durch Zufall, ja. Hier habe ich vorhin rumgekickt, ja. Und da habe ich was gesucht und was finde ich? Ein Zehner. Ist das ein Ding? Das fällt ich so schön. Jetzt kann ich morgen noch, kann ich tatsächlich nach Steglitz fahren. Wie das immer eins zum anderen kommt, ne? Ich krieg den Anruf, ich sag zu ihm, ey, ich hab ja kein Geld, ich kann ja nicht kommen, also, ja. Kurze Zeit später konnte ich ihm mailen, dass ich doch komme, ja. Weil ich hab Fahrrad gefunden. Ich hab dann 10 gefunden. Und reicht ja. Wahrscheinlich ist morgen auch schon das Geld drauf vom Jobcenter. Da wird man morgen kicken in Berlin. Ja, die sind ja immer hier ganz fix, muss ich sagen. Ja? Ich bin mal gespannt, ob morgen schon Geld da ist. Mich würde jedenfalls nicht wundern, ja. Im Gegenteil, sondern freuen, freuen. Ja. Ich habe aber auch schon mitgeteilt, dass ich nicht lange bleiben kann. Also bis 16 Uhr muss ich wieder zurück sein. Ja. Sonst dreht mir ja eh noch eine Uhr. Ja? Die Uhren wisst ihr ja. Auf die passe ich auf. Okay. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich also schon erfreut. Ja Mensch, den habe ich jetzt bestimmt. Ich will jetzt nicht lügen. Also, ich muss überlegen, warte mal. Wir haben jetzt 2015, ne? Mensch, das ist 30 Jahre her, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Da, oh, ich bin gespannt, wie der aussieht. Okay, ciao.